Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wir wollen diesmal Sonic, komm hier, hier, Superstars anzocken. Kann man sehen? Wir haben, der Ton war auch eigentlich ganz gut eingestellt, ich habe jetzt ein paar Mal verglichen. Mach nur mal schnell den Store auf, weil ich euch da was zeigen muss. Ja, leider dauert das mit dem Store neuerdings bei Sony immer etwas länger. So, wir haben drei Sachen, die wir kaufen können. Das ist einmal hier das Deluxe Update. Also Lego Deluxe Update und dann halt Funpack und der Sonic ist gratis. Ihr kriegt aber, wenn ihr die, ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Download-Version ist, kriegt ihr auch noch Robotnik dazu. Da ist ein Code mit bei. Der wird im Store nicht angezeigt, aber ich hab ihn halt. Und wenn ihr das dann auf Nummer sicher gehen wollt, dass ihr das habt, geht ihr halt auf Sonic einfach rauf, dann drückt er die Option-Taste, dann geht er auf Spielinhalte verwalten, bestätigen und dann seht ihr, was installiert ist. Das ist halt das Skin für Sonic und Eggman Charakter-Skin. Die beiden sind installiert. So, aber nichtsdestotrotz machen wir da mal weiter. Speichert automatisch. Automatisch speichern ist immer gut. So, Charakter-Skin hinzugefügt, Lego und Eggman. Charakter-Skin können bei der Charakterauswahl gewechselt werden. Okay. Story-Modus, Kampfmodus gegen die Zeit, PlayStation Store. Wir versuchen alle drei. Wir machen erstmal hier den Story-Modus. Ja, wir lassen jetzt erstmal so den Eggman. Also nicht als Lego. Da haben wir nichts. Knuckles auch nicht. Okay. Bestätigen. Das Flugzeug kenne ich noch von den alten Teilen. Die Grafik sieht gut aus. So im ersten Moment. Lass mal wieder rinkommen hier, ey. Das habe ich mich letztens, das habe ich mich bei den alten Sonic-Teilen schon manchmal gefragt. Da sind Sachen, da kommst du ja nicht hin. Ja.
Oh, und einen Bonus beinahe verpasst. Das ist schon mal besser als mit diesem. Damals wurde denn halt in diesem komischen Labyrinth dann die Bälle machen muss das. Sind auch wieder sieben. Ob du wieder Super Sonic werden kannst? Ach! Oh, scheiße. Ah, okay. Das ist cool, dass man hier so seitlich. Oh, scheiße. Ach, Mist. Wie komme ich denn an diese Sonic-Münze? Ich muss schnell noch wieder rinkommen, ja. Oh, shit. Thank you.
Oh, sch. Die Münzen, die 100 Münzen nicht gekriegt, aber naja. Ach, fuck. Boah, scheiße. Das sind interessante Neuerungen drin. Ich überlege, das habe ich damals gespielt. Oh, scheiße, schon wieder. Also damals kam mir das nicht so schnell vor. Den's machen wir noch. Geht's auch hoch. Das war ich schön drinne. Na, ja, dreckig. Yeah.
Das ist ja okay. Leck mich doch. Mist. Also mehr als 100 drinne. Münzen gegen. Aha. Ich habe jetzt Viereck gedrückt, dass wir mal zur Weltkarte gehen können, dass wir uns das oben angucken können. Akt 1, Akt 2.
2. Da sind die Bienen. Jetzt kommt der dritte, weil es das nächste ist. Und hier geht es noch nicht weiter, weil wir das noch nicht entdeckt haben. So, was haben wir hier? So, da scheint, dass wir da noch nichts. Doch, können wir. Ja, zum Shop gehen. Also da auf der Ecke haben wir den Shop. Ach, dafür sind die Münzen. Alles klar. $25 brauche ich dafür. Ja, da muss man aber lange für spielen. Körper. Beine. Zubehör. Farbe. Muster. Prototyp. In Besitz einer. Was machen wir denn mit dem zum Shop gehen? Was machen wir denn mit diesem Roboter? Der hat sich ja gleich das geöffnet. Wir haben nur einen Kopf, oder? Ich hätte ja nicht den hier hinten. Der kostet aber 25. Und wir machen den einfach mal grün. Ach, du musst für jede Teil die Farbe einzeln kaufen? Boah, heftig. Du brauchst eine Frucht, um den Arc zu spielen. Fortfahren? Ja. Ich habe ja nur eine Frucht. Da muss ich mich beeilen. Münzen sind auch da, okay. Oh, Scheiße. Mist.
Und, was kriege ich jetzt? Münzen. Neue Produkte im Shop. Okay. Zubehör ist neu. 200. Oh, da muss man aber lange für sammeln. So. Aber wir können jetzt hier mittendrin auch die Charaktere wechseln, oder was? Cool. So, zurück zum Hauptmenü. Jetzt haben wir noch den Kampfmodus. Online spielen, anpassen, Shop. Das ist auch ein Shop. Ach, da kommen wir da wieder hin. Spielen für Offline spielen. Oh, Offline. Online Einzelspieler. Da habe ich bestimmt keine Chance. Ach, da mache ich denn mit. Alles klar, okay. Dafür muss ich den Roboter aufbauen für diesen Modus. Sternsucher. Oh, ich bin so ja der Erste. Überleben. Oh, Scheiße. Der bleibt doch lange. Mist. Fünfter. Thank you.
Zweiter müsste ich sein oder so. Fünfter. Wie schaffen die das denn so schneller voranzukommen, ey? Ich bin nur Dritter. 18 Punkte. Immer geht noch. Aber wenn ich meinen Roboter besser mache und der diese Raketenschuhe und so weiter kriegt, dann müsste ich ja auch besser vorankommen. Scheiße. Oh Mist. Ach, verfickte Scheiße. Kann ich nochmal neu starten? Ist ja Kacke. Fuck. Nein, nein. Oh, fuck. Oh, fuck, 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 fuck. Ach, Mist. Zweiter. Aber wenigstens Zweiter. Acht Punkte lang. Kann ich vielleicht noch ein bisschen was rausholen? Ich bin Sechster. Wie kommen die so schnell da durch? Drei Punkte ist ja nicht. Der PlayStation von mir. Sternstunde, okay.
Na, wenn wieder nur später. Power mehr, ey. Vorhin bin ich gut durchgekommen. Tuck, 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 tuck. Aber hier jetzt. Aber zweiter. So, ich will noch mal gucken. Shop. Habe ich denn jetzt auch dadurch, dass ich jetzt das ein paar Mal gemacht habe, was ich kriege? Nö. Was kriege ich jetzt dafür, dass ich mit dem Roboter da so Sachen machen kann? Noch nicht so ersichtlich für mich, was ich davon haben sollte. Gegen die Zeit. Sonic. 3 Minuten ist Bestzeit. Okay, wir haben es. Geht eigentlich nur noch darum, dass man schnell durchkommt. Und? Bestzeit. 1:13. Kalt geworden. Naja, das sind halt nur die Sachen, ja klar. Also wie Lego würde ich Sonic jetzt ungern aussehen wollen, lassen wollen, weil da hätten sie sich ein bisschen was Besseres einfallen lassen können. Mecha-Sonic, oh ja, den hätte ich gerne. Also das mit wie Lego, das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so pralle. Aber das andere fällt mir schon alle drin herum. Ist ein bisschen aufgepeppt. Ja? Mit den Münzen, Diamanten sind wieder da. Mehr erschließt sich noch nicht das, was ich davon habe, wenn ich Münzen sammle, den Roboter verbessere und da gewinne, weil ich war jetzt auf dem zweiten, habe gar nichts gekriegt. Kriegt da nur der erste Platz was? Und wenn ja, was? Müsste ich mir mal schlau machen nochmal. Aber so, allem und im Großen und Ganzen würde ich sagen, ein schönes, gelungenes Spiel. Ich muss nur sagen, damals kam es mir nicht so schnell vor. Also damals war es ja auch teilweise noch schneller, das weiß ich ja aus einigen Berichten.
aber man merkt, dass man denn doch schon ein bisschen ins Alter kommt. Oh, mit der Sonne. So. Ein bisschen besser vielleicht. Also man merkt wirklich, dass man so ein bisschen ins Alter kommt. Das ist nicht zu unterschätzen, würde ich sagen. Aber mir macht Spaß. Also ich, ja. Was soll ich noch großartig dazu sagen? Ein bisschen mit damit beschäftigen. Mir hat ja auch das letzte Sonic Racer hat mir auch Spaß gemacht. Das fährt sich gut, hat gute Grafik, man kann Teile freischalten. Ein kleiner Geheimtipp war mal für PlayStation Plus, glaube ich sogar. Kann ich euch nur empfehlen, Sonic Racer. So, aber nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt hier verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.